Das hat es in Stuttgart noch nicht gegeben. Ein solches Ausmaß an Plünderung, an Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten. Das darf in Stuttgart nicht ein zweites Mal passieren. Baden-Württemberg wird ein sicheres Land mit sicheren Städten, auch mit sicheren Großstädten bleiben. Bei uns gilt nach wie vor der Grundsatz, wehret den Anfängen. Wir werden auch künftig Drogenhändler kontrollieren, festnehmen und bestrafen. Es gibt in Stuttgart keinen Görlitzer Park. Jede Frau und jeder Mann wird sich in diesem Land und in dieser Stadt und in allen anderen Städten in Baden-Württemberg sicher und frei bewegen können. Dafür stehen wir, dafür steht unsere Polizei und wir stehen übrigens vor und hinter unseren Polizistinnen und Polizisten bei ihrer schwierigen Arbeit.